Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Shadow of the Tomb Raider. In der letzten Folge haben wir das Herausforderungsgrab abgeschlossen und ein wenig über Friseure geredet. Mann, bin ich froh, dass ich vor der Aufnahme 3 Folgen kontrolliert, bearbeitet und gelöscht habe. 3 Ordner, weil ansonsten hätten wir jetzt hier wieder das Problem, dass ich schnell abmoderieren muss. Ja, hi. Tut mir leid. Was? Niemand darf passieren. Wie, Moment, ich dachte, wo, ich hätte jetzt schwören können, ich muss dahin. Wo ist denn der Marker? Ich kann nicht rauf. Was? Warte mal. Ach so, da kam ich gerade her. Ja, nee, dann passt das. Ja, nochmal ganz kurz ergänzend. Es geht nicht, falls eine dumme Missgeburt das irgendwie runtergeschrieben hat. Ja, du stirbst doch nicht und so, wenn du kurz meine Maske trägst und es geht nicht um die Maske per se. Es geht ums Prinzip, dass ich etwas tragen muss, zu etwas gezwungen werde, was ich nicht will. Und meine Mutter kann euch ein Lied davon singen. Ich bin wahrscheinlich der sturste, größte Bastard, was das angeht. Ich mach nichts, was ich nicht will. Okay. Und für mich fühlt sich das einfach, hat sich das beim letzten Mal so angefühlt, als wäre ich irgendwie nackt. Als hätte ich mich dann nackt hingesetzt. Was jetzt an und für sich natürlich auch, sage ich mal, gar nicht so schlimm wäre, sage ich mal. Ne, also ich habe ja nichts zu verbergen, ganz im Gegenteil. Lul, aber, ne, ihr versteht, was ich meine. So dieses, es ist einfach, es fühlt sich falsch an. Und mehr, und da braucht man dann auch nicht weiter zu diskutieren. Es fühlt sich einfach falsch an. Vor allem, weil man ja auch die Hintergründe kennt. Man weiß ja, wieso man es tragen soll. Sie gibt nach. Und es ist ja eine Farce. Der Grund, der angebliche Grund, ist ja gar kein Grund. Merkel hätte sich auch hinstellen und sagen können, ja, ich habe Verstopfungen und deswegen muss ganz Deutschland jetzt eine Maske tragen. Also so fühlt sich das so an. So fühlt sich die Maskenpflicht an. Und deswegen, mehr gibt's da auch gar nicht mehr zu sagen, zu diskutieren. Von daher nur mal so, ne? Ich versuche nur auf Sachen zu reagieren, die ich potenziell über die Jahre kriegen könnte. Und mit Jahren meine ich Jahren, weil wenn wir nichts tun, wird das die nächsten 30, 40 Jahre noch so weitergehen. Da wette ich meinen YouTube-Kanal drauf. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ja, wisst ihr Bescheid, ne? Also, wenn die Maskenpflicht von selbst dann vor den nächsten 30 Jahren fällt, muss ich meinen Kanal schließen. Ja, also wenn wir nichts tun, wenn wir natürlich was dagegen tun, dann, ne, dann ändert sich das natürlich, ist ja ganz klar. Ja, ich geh jetzt mal darüber. Oh nein! Ach so, okay. Ich habe draußen was gehört. Das ist nur deine Fantasie. Aber gut, ich mag doch ehrlich gesagt gar nicht reinreden, weil ich mag die Sprache. Vielleicht sollte ich Mayanisch lernen. Wobei es auch stellenweise so ein bisschen wie Russisch-Polisch klingt, ne? So, okay, das pinnen wir dann da so ran. Das passiert so selten, dass sie das dann tatsächlich auch mal zum Klettern verwendet, ne? Okay, der Text hört damit auf. Mit meinem Sprung, alles klar. Konnte ja keiner wissen. Das ist Quetzalcoatl, die gefiederte Schlange. Die Azteken verehrten diesen Gott als eine Kraft der Natur, die für Wind und Regen verantwortlich war. Wenn er zornig war, konnten diese Naturphänomene ins Extreme ausarten, um Erde und Himmel zu reinigen. Aus diesem Grunde wurde Quetzalcoatl auch mit Gerechtigkeit und Erbarmen in Verbindung gebracht. Eine Legende besagt, er habe betrunken Inzest mit seiner Schwester begangen und sich anschließend selbst in Brand gesteckt, um für diese Tat zu büßen. Dann stieg seine Asche zum Himmel auf und er wurde außerdem zu einem Gott des Lichts. Da ist er! Quetzalcoatl habe ich ihn immer bei Feine Fantasy 8 genannt. Quetzalcoatl, ich habe den Namen vergessen, aber hier komm, ich blende mal FF8 ein. Und alle Video-Anmerkungen, Zitate. Also oft verlinke ich auch ein Video und rede dann so darüber, was meine Meinung dazu ist. Habe ich bestimmt
2 Stunden lang über Thüringen und allgemein nochmal über die AfD und über die Politik geredet. Also, ihr habt es ja vielleicht mitbekommen. Die AfD hat sehr, sehr gut taktiert. Die wusste ja, für sie wählt eh keiner, also wählen die halt das kleinere Übel. Und das hat jetzt quasi einfach mal das komplette Parlament in die Luft gejagt. So wie so ein Blitz ist das eingeschlagen. Das war quasi, die AfD war Quesselgoddel. Ach Moment, das habe ich nicht Viereck gedrückt. Ja, na okay, das war jetzt nicht so geil. Herrlich. Da ist er, Leute. Da ist er. Final Fantasy 8, fucking mayanische Propaganda. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Oh mein Gott. Ja, ne? War auch der einzige Teil, glaube ich, wo das viel vorkam. Später gab es ja noch so Falfarisses und so, aber die Bahemuts und die Ifrits und so weiter, die Shivas, die sind geblieben. Frag mich, wo die herkommen. Naja, Krypta-Ende. Es nimmt kein Ende. Man sieht's ja auch oben, ne? Dass wir, ja, was genau sieht man? Man sieht, dass ich noch 4 Krypta habe. Was aber okay ist, weil ich habe alle Gräber schon gemacht. Kryptas, das sind die Mini-Herausforderungen, wo man 2-3 Mal springt und dann ist gut. Wobei, wir, glaube ich, auch eine hatten, wo ich mich so ein bisschen dumm angestellt habe. Aber okay, wir schauen einfach mal, wie es wird. Das ist doch jetzt die Krypta, oder? Genau, ja. Alles optional hier wieder. Let's go, Leute, let's go. Lalalala. Dafür habe ich nicht genug Platz. Wer braucht Missionen, wenn er erkunden kann? Also ich... Ich kann kaum den Boden sehen, falls es überhaupt einen gibt. Ich sehe eine Passage, wo ich mich ranhangen kann, würde ich gerade sagen. Ja, da unten bist du bescheuert. Hier? Nee. Ja gut, ja, ich... oder täuscht es? Ich versuche es einfach mal. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt nicht einfach zu hoch war. Huch. Dreh mich mal dumm. Lauf ich jetzt rein oder raus? Alter, warum machst du sowas, Lara? Hey. Ja, gut, wahrscheinlich hat mich das gerade irritiert, weil es so geleuchtet hat. Ich kann kaum den Boden sehen, klar. Falls es überhaupt einen gibt. Hangeln? Ah, nee, rechts, rechts. Ich glaube, ich habe da rechts was gesehen zum Ranhangeln. Ja, okay. Schon wieder. Hör auf damit. Ich kann kaum den Boden sehen. Direkt vor mir. Falls es überhaupt einen gibt. Bop. Okay, runter hoch, runter. La la la. Ja, es gibt doch einen Boden. Lara, erzähl doch nicht sowas. Als nächstes erzählst du, die Erde ist flach. Was ist mit dir verkehrt? Naja, aber das Thema hatten wir schon. Wie gesagt, ich will mich hier gar nicht drüber lustig machen. Ich bin da voll offen für. Irgendwann werde ich mich mal damit beschäftigen. Diese Höhle entstand durch einen unterirdischen Fluss. Mhm. Aha, aha, aha. Es ist so geil. Es ist halt auch echt nicht so irgendwie so eine zufallsgenerierte Dungeon oder so. Das ist alles handgemacht und deswegen will ich das auch gerne würdigen und alles beenden, von Kryptern und Gräbern her. Aber den ganzen Papierscheiß machen wir dann halt nicht. Das ist, sag ich mal, so mein Kompromiss. Okay, soweit, so gut. Das ist ziemlich eng. Ach so, einfach weiter. Toll. Diese Stalaktiten waren schon wieder so mächtig, dass wir nochmal laden müssen. Anscheinend. Hi. Die Band signalisiert mir, dass sie vielleicht ein Monster sein könnte. Erstmal springen wieder hoch. Okay. Okay, Lara. Keine Ahnung, wie du dich da gerettet hast. Nicht nur vom Boden, sondern auch vom Boundary Break, vom Klippen in die Szenerie. Ja, ich würde gerne so ein bisschen, genau, hier so lang und dann kannst du natürlich wieder, wie machen wir das? So, genau, dafür brauchen wir die Steigeisen-Dinger. Genau, jetzt wird es ein bisschen abgefuckt tatsächlich. Ich hoffe, es wird keinem schlecht. Abseilen, wie jetzt? Ich soll mich hier abseilen?
Ach, damit ich den Schwung generieren kann. Da, aber da ist doch... Ist doch nicht auf. Ach so, da ist wahrscheinlich so ein Hebel. Ja. Hebel die Hebel. Das, der interessante... Da muss irgendetwas sein. Der interessante Teil ist ja dann immer so der zweite, der Rückweg, ne? Oh, aber... das ist nicht gut. Apropos Rückweg. Na gut, das hat sich jetzt erledigt. Ja, guck doch nicht blöd, lauf weiter! Wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit. Glaube ich zumindest. Oder ich kann da später hochschwimmen. Ich weiß nicht, ob das Wasser dann irgendwann auch nochmal hier ankommt. Da, da ist es. Fertig. Dü-dü-dü. Diese uralte Weste Wolfsfeder muss wohl vom großen Krieger Blabla getragen worden sein. Okay. Und das Wichtige habe ich dann überhaupt gar nicht gelesen. Mehr Schutz von... Punkt, Punkt, Punkt. Okay, so. Über Tote spricht man nicht. Die Geheimnisse der vier alten Krypta in Paititi enthüllen, ja. Drei Jippet noch. Schade, ich dachte es... Naja, doch. Es ist hoch genug dafür, ne? Das, oder? Nee, ach sie... Du willst doch einfach nur, dass ich Panik unter Wasser kriege, oder? Was ich nicht kriegen werde, weil ich kann ja gefühlt drei Minen. Jetzt können wir das vielleicht mal richtig ausschöpfen hier. Diese, ja, überlevelten Taucherskills. Ob es wirklich drei Minuten sind. Aber man weiß ja auch nicht, immer noch nicht. Ja, da sind wieder Rippen und Knochen. Endlich können sie mal planschen. Man weiß ja immer noch nicht, ob die Atem, diese, wenn sie sich irgendwo durchzwängen muss oder was einsammelt, ob die Zeit dann stoppt oder weiterläuft. Aber ich kann mir das auch nicht so vorstellen, dass ich dann mitten beim Graben oder so ertrinke. Ich glaube nicht, dass das Spiel das kann. Von daher würde ich auch schon eher dazu tendieren, dass die Zeit wahrscheinlich stehen bleibt. Ja, so, wie ist es denn jetzt? Ist es hoch genug, dass ich gar nicht mehr klettern brauche? Ja, das war's doch, oder? Alter, wieso drehst du dich? Das war's, oder? Ja, perfekt. Das war mal angenehm. Was sagt die Zeit? Ja gut, ich wollte gerade sagen, lass mal noch eine Krypta machen, aber dazu müsste man ja erstmal eine finden. Und das, ja, wie bin ich jetzt eigentlich da hingekommen? Was ist denn das hier? Wieso habe ich das nicht angeklickt? Mögen die Flüsse der jenseitigen Welt ruhig sein und Uturankas Boot robust genug, um sie zu befahren. Hm. Dann geht's hier wohl weiter? Wahrscheinlich. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ja. Das kann ich dann mit dem verbinden, aber es könnte der Rückweg sein, oder? Ich weiß es nicht. Wir ziehen mal dran. Ich glaube, da kam ich her und ich bin dann nach links abgebogen, oder? Ja. Okay. Alles klar. Dann einmal hier hoch. Kletter, kletter. Ja, da sehen wir doch schon mal, wo es lang geht. Wobei, vielleicht erstmal hier hoch. Nee, 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 nee. Wo springst du hin? Ah, so. Okay. War etwas riskant für mich, weshalb ich es nicht in Erwägung gezogen habe. Das wiederum würde ich, traue ich dir schon zu. Sag ja. Okay. Ja. Bam, bam. Lara, wie läuft's? Ich bin über den Fluss, fast am Gefängnis. Hier sind überall Wachen. Wir sind unterwegs zum Fluss. Melde mich, wenn wir dort sind. Okay. Was ist eigentlich mit Abby passiert? Mal so eine dumme Frage. Haben wir die da einfach irgendwo stehen lassen? Ich starte, da läuft noch was. Nein. Nein. Ah, da, natürlich ist da wieder passenderweise ein Stein.
Mal gucken, wo es mich raus... Was? Wo ist das? Och, nee. Das ist so lustig, weil ich war schon eben zufrieden, dass da noch eine Zwischensequenz reinkam, weil ich mir so dachte, jetzt wäre wieder ein schöner Moment, um was zu erzählen. Da hätte ich beispielsweise meine Friseusen-Thematik erzählen können. Ja, ich kann sie ja nochmal kurz was ergänzend dazu sagen. Also die erste, die ich hatte, also es war nicht die allererste, aber die, bei der ich dann natürlich ein paar Jahre regelmäßig war, die war halt, weiß nicht, Ende 20, Anfang 30 so. Also die war richtig cool drauf und so. Deswegen habe ich hier von meinem YouTube-Kanal erzählt. Ich finde es echt schade, dass sie gegangen ist. Aber natürlich nachvollziehbar, ne? Weil man sagt ja immer, ich kann es nicht nachvollziehen, aber man sagt ja immer, dass die... Fluss, fast am Gefängnis. Dass die nicht so gut bezahlt werden. Wir sind unterwegs zum Fluss. Und wenn dann natürlich jemand kommt und sagt, ja hier... Das Ding ist, sie hatte ja auch, das ist so geil, ein paar Monate, bevor sie gegangen ist, hat sie mir und meiner Mutter den... eine Karte gegeben für den neuen Friseur und so, weil sie ja wusste, wir gehen nur zu ihr und so. Und dann war das so ein kleines Geheimnis zwischen uns. Und ich hatte mich da auch einmal, glaube ich, also ich wusste nicht, dass da war... Ich war da mal da und da war noch jemand anderes im Raum. Und dann habe ich irgendwie, wollte das Thema so ansprechen und dann hat sie so in den Spiegel geguckt, hat so gestikuliert, so nein, sag das nicht. Und ich so, ja, ich weiß nicht mehr wie, ich hatte mich da aber irgendwie rausgeredet, war ganz geschmeidig, wie ich das gemacht habe. Aber ja, das Problem ist, dass der Ort halt ziemlich weit weg ist, sage ich mal. Und ja, ich bin unselbstständig und meine Mutter wollte nicht dahin fahren, also hatte ich Pech gehabt. Konnte dann nicht mehr hingehen. Unuatu. Eingeschlafen? Die Schatulle ist nicht in Paititi. Ach. Ich weiß. Also bin ich gezwungen, Amaru zu folgen. Alles, wofür ich immer gekämpft habe, geht verloren. Aber das werde ich nicht zulassen. Komm mit, ich helfe dir. Es ist keine Zeit mehr. Jemand muss die Schatulle finden. Wenn die Sonne nicht aufgeladen oder die Welt neu erschaffen wird, sind wir alle verloren. Ich habe noch einen Hinweis. Glaube ich zumindest. Die Tattoos auf deinem Arm. Raya und Eclipse, dieselben Symbole waren auf dem Altar, in dem die Schatulle gewesen ist. Was? Was bedeuten die Symbole? Dieses hier zeigt mein Schicksal, das Purpurfeuer von Chakchel. Und dieses hier zeigt die Vergangenheit. Es steht für Sinchichiqua, den letzten wahren Herrscher von Paititi. Sein Grab ist im oberen Teil der Stadt. Kannst du mich dorthin führen? Sie sind bereits dort gewesen. Wenn es dort etwas Interessantes gäbe, hätten sie es längst gefunden. Amaru hat den Hinweis nicht. Er weiß nicht, wonach er suchen soll. Küsst euch. Das Grab ist bestimmt schwer bewacht. Wir finden einen anderen Weg. Das wird gefährlich. Ich weiß. Deswegen sollten wir vorher nochmal pimpern. Ach, komm schon. Dann sollten wir uns beeilen. Wah. Wie geht's, Etzli? Gut. Durch ihn habe ich dich gefunden. Er müsste jetzt bei Uchu sein. So nah an Lara dran sein zu dürfen, holy shit. Die sieht auch nicht so schlecht aus, ehrlich gesagt. Aber wenn schon, dann eher Lara natürlich. Das wollte ich noch kurz sagen, ist mir so während der Sequenz eingefallen. Weißt du, Lara, als jemand, der neumodern ist, der aus der Neuzeit kommt, solltest du ihr vielleicht einfach mal sagen, dass man die Sonne nicht aufladen muss. Aber gleichzeitig könnte man auch sagen, dass wir im Irrtum sind und es wir den Inkan bzw. den Mayas zu verdanken haben, dass die Sonne wirklich noch scheint. Ja. Woher wollt ihr wissen,
ihr könnt ja nicht wissen, ob jetzt gerade momentan, also ich weiß nicht, vielleicht schaut ihr das Let's Play auch gerade nachts, aber falls ihr es tagsüber schaut, vielleicht ist ja wirklich irgendwo noch ein Maya bzw. ein Inka-Stamm, die ständig Leute opfern, damit die Sonne weiter scheint. Ja, wisst ihr es? Wisst ihr es? Ja, und ja, wahrscheinlich kommt jetzt der Lash um die Ecke und brabbelt mir wieder das Ohr ab, aber nee, Lash, halt die Fresse, okay? Du hast vor 30 Jahren auch noch was komplett anderes gesagt zum Klimawandel, also von daher, der Bastard, der wurde ja auch zu Tode beworfen mit Geld, also wirklich, schaut euch da wirklich mal an, was der Typ vor 30 Jahren gesagt hat, da hat er noch gesagt, Klimawandel, das ist was ganz Normales, und jetzt, oh nein, wir werden alle sterben, weil der böse, böse Mensch zu viel CO2 ausstößt und so, ja, also richtig behindert. Aber okay, ich wollte ausnahmsweise dieses Mal zeitig abmoderieren. In diesem Sinne lege ich den Controller ab und sage bis zum nächsten Mal. See ya.